Und damit hallihallo und willkommen zu einem neuen Let's Play und auch dem letzten Easter Beaster für dieses Jahr. Wir spielen Kids, den Nachfolger von Pluck and Play. Wieder so kurz, wieder dasselbe Konzept, glaube ich, aber die Geschichte. Wir lassen uns mal überraschen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß. Schön, dass ihr dabei seid und ich würde sagen, unlang Umschweife, wir gucken, was hier vor sich geht. Was dann unsere Kinder da anstellen. Das sind ja... Nicht da rein stürzen. Warum? Warum macht ihr das? Sie haben auf jeden Fall jetzt richtige Köpfe. Oh Gott, das sind auch viele gewesen. Aber rein geht's. Das ist nur, die müssen jetzt da rein, um zum Abenteuer zu gelangen. Das heißt, denen passiert da nichts. Sie springen alle nur runter. Und rein mit dir in die Spielewelt. Hoffe ich. Hallo? Hallo? Hallo, du auch? Hallo, kann ich die auf... Oh, ich kann die auffangen. Ah. Halt. Oh, wie schön. Das ist der Kinderchor vom ersten Teil. Hui. Oh Gott. Muss ich jetzt mit jedem machen? Da drüben noch. Na, aber trotzdem irgendwie schön. Einer. Hätte ich ihn retten können? Au! Oh Gott, der Arme. So, hab meinen Mauszeiger mal eingeblendet. Das musste ich im ersten Teil ausschalten. Habe ich vergessen, wieder reinzuschalten. Jetzt ist er da. Jetzt seht ihr auch, was ich hier mache. So, du stehst mal wieder auf. Hallo. 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 Ey. Hi. Kids. So wie Kinder halt sind, ne? Na. Der war mal lieber. Da lang. Zum Loch. Ist das so ein Spiel unter denen? Wer springt zuerst ins Loch? This way. Oh. Da lang oder da lang? Wir gehen. No, that way. Ich glaube auch eher da lang. Muss ich die jetzt auch da? Kann ich die nicht? Kann ich die nicht irgendwie retten davor? Was ist das? Oh Gott, was ist das? Ist das ein Wurm? Nicht den. Nein, du sollst da runter. Das ist ja wie eine Art Darm. Oh Gott, warte doch. Das ist wie eine Speiseröhre ein bisschen hier, oder? Ab nach unten. Guck mal, kann man hier einen dicken Marken draus machen. Oh, da kommt aber viel mit. Das fühlt sich schon alles wieder so falsch an. Kann ich nicht den irgendwie schieben? Du musst da runter. Du musst hinten wieder raus. So, da lang. Muss ich? Ja, und raus. Raus! Oh Gott! So, da kommen die Kinder her. nein. Vielleicht. So, alle wieder aufstehen. Das ist die Erlebnisrutsche. Kommt der nächste schon? Nein, noch nicht so viele. Das sind die alle vom Anfang jetzt. Ja, zum Glück tun die sich nicht weh. Ja, wie viel denn noch? Das ist, weil ich das so schnell klicke. Wenn ich langsamer klicke, kommen nicht so viele. Okay, komm trotzdem. Aber jetzt, fertig. Oh, kommt schon nicht schon wieder. Das sind jetzt auch mehr. Das sind viel mehr. Das ist, wenn ich den hier hinten andrücke.
Die drängeln dann einfach, die schubsen die ganzen Leute da rein. Oh, schneller! Schneller jetzt! This way. No, that way. No, this way. Agreed. No, that way. No, this way. Agreed. No, no, this way. That way. Schön. That way. Da waren. Okay, wir machen eine Richtung. Wir machen eine Richtung. Yes. No, this way. Nee, du no, warst schon richtig. That way. Yes. Agreed. Wenn die Richtung mal das Loch vielleicht ist, könnte man mal die andere Richtung machen. Du da hinten fängst an. Du drängelst vor. Ich will als Erster! Nein, ich will als Erster! Na gut. Als Letzter. Genau. Einfach, macht's einfach so. Hätte ich eh von Anfang gemacht. Warum sich da hinstellen, nochmal nach unten gucken? Oh, ich kann ein paar retten. Ja, da lang. Nein, nicht mehr ans Loch. Ich muss euch ja nur wieder aufwecken zum Schluss. Das wollen wir nicht. Was macht ihr jetzt? Ihr tauscht mal Plätze, bitte. Ja, Strömung da lang, bisschen da lang. Wir tauschen mal aus. Wir machen hier ein bisschen durchmischen. Wie oft muss ich das jetzt machen? Kann ich nicht alle wieder ablenken? Die sind alle wieder zurücklaufen. Keiner mehr zum Loch. Es rennt jetzt keiner mehr zum Loch. Ich glaube, ich kann wirklich die Ströme zusammenlegen. Ich glaube, das ist auch das Ziel vielleicht. Muss man alle erwischen irgendwie. Ah! Zwei noch. Einer. Woo! Sehr gut. Oder nicht alle wieder zum Loch? Nein! Nein! Oh. Cool. Oder müssen die alle ins Loch? Müssen die jetzt alle ins Loch? Nein, die müssen bestimmt nicht ins Loch. Die rennen endlos. Die werden halt bitte. Wenn ihr das halt wollt, dann alle rein mit euch. Alle rein. Rein in die Ursuppe. Schwimm mal hier hin. Mal gucken, ob wir irgendwas Interessantes finden. Hier, ein Ei. Bloß rein ins Ei. Befruchte das Ei. Wie doch? Das sieht so prominent aus. Ach so. Jetzt sind wir wieder hier. Dann mal wieder durch. So, mit einer zweiten. Okay. Das ist jetzt so ein kontinuierlicher Strom. Upsa, ich versuche mein Bestes, die alle irgendwie reinzukriegen. Schönen Reißverschlussverkehr zu machen. Und dann geht's da durch und weiter. Das ist, weil ihr halt so oft da reingesprungen seid. Deswegen staut sich das jetzt. Es ist so wie in der Rutsche im Freibad. Da einfach ganz viele anstehen, da dauert es halt, ehe man drankommt. Aber irgendwann kommt man dann mal dran. Und dann kommt man auch wieder raus. Da. Los. Das hat so manchmal so richtig falsche Bilder. Ja, noch richtig schön langsam. Komm schon. Aufstehen, weitergehen. Wir füllen den Bildschirm langsam, habe ich das Gefühl. Hallo. Ich hoffe, ich muss bei euch jetzt nicht irgendwie eine Richtung bestimmen. Oder so, suche, wie hieß der? Nicht Wally, sondern? Wie hieß der denn? Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Mir fällt es gerade nicht ein, der war irgendwas mit W. Du da. Ihr da. Die da. Kann ich so wählen?
So, die klatschen jetzt alle für euch, weil ihr das Video angeguckt habt. Und ich bin gleich soweit. So, dein Applaus. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Vielen lieben Dank. I won't do it. Was soll er denn tun? I won't do it. You do it. No, you do it. No, you. No, you. No, you. No, you. No, you. No, 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 you. No, you. No, 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 you. No, you. No, you. No, you. Wie wär's, wenn's gar keiner macht? Yes. You. Wirklich? Muss ich das jetzt? Alright. Oh. Los! Du schaffst das! Wieder ab ins Ei bestimmt. Das war ja gleich hier unten. Noch ein bisschen? Oder ist das jetzt so eine Mutprobe, wie weit man noch tauchen kann? Das war eigentlich der Ausgang. Na gut, dann gehen wir wieder hier. Wir gehen jetzt mal hier rüber in die Richtung. Los, dahin. Hier drüben waren wir noch gar nicht. Findet man da irgendwas Besonderes? Oder muss ich ihn einfach schwimmen lassen? Er wäre immer nach unten. Er wäre einfach nach unten. Macht halt auch gar nichts. Oder muss ich da jetzt, ich muss wieder nach oben. Oh. Ich glaube, ja, das war die Rätselslösung. Kommt alle nach oben! Wir schwimmen wieder nach oben. Oh Gott, da fehlt ja noch. Noch weiter. Wie so ein Fischschwarm. Aber wenigstens gehen sie alle von alleine weg. Oh, einen habe ich. Guck mal, einen konnte ich ein bisschen mitziehen. Kann ich noch ein paar mehr mitziehen? Ah, so. Gegen den Strom. Wir sind gegen den Strom geschwommen. Und plötzlich kommen sie alle doch mit nach oben. Schön. Nochmal? Und haben wir alle? Noch nicht? Jetzt haben wir alle. Los! Und wieder ab. Alle runter. Machen das nochmal. Du. Ups. Und wieder nach oben. Das war's schon. Doch. Wieder nach oben. Nein. Ja, dann geh halt nach unten. Aber schön, dass die Kette folgt. Okay, wieder ins Ei. Dann wieder ab ins Ei. Nein! Ins Ei! Ah, ins Ei! Was macht ihr denn? Könnt ihr nicht... Könnt ihr nicht irgendwie... ihr taucht sonst alle hinterher. Aber diesmal nicht. Ah, da rein! Da rein! Okay, nach oben und da rein. Danke. Nach oben. Nach oben. Und rein da. Du auch. Rein da. Rein da. Rein da. Und der letzte. Okay, jetzt führen wir die wieder alle durch den Darm. So. Einer noch. Und ich mache euch ordentlich Platz. Richtig schön durchshaken hier. Und dann kommen auch alle durch. Drei Wege jetzt. Ich hoffe, ihr teilt euch einfach selbstständig auf. Kommt, ich mache mal hier lang. Mache mal zwei. Das heißt, nein. Ach, Mist. Ja, du musst da lang. Du musst auch da lang.
ist da lang. Und du machst dann ganz geradeaus. Da haben wir überall drei gehabt. Sehr gut. So, der letzte fängt von vorne an. Raus. Auch wieder rausziehen. Das ist der letzte jetzt gewesen. Warum habt ihr denn... Warum habt ihr Angst vor dem? Er ist doch genauso wie ihr. Aber sie rennen sich teilweise rennen sie ja hinterher. Aber es ist irgendwie cool gemacht trotzdem. Ich muss mal sagen, der Vorgänger hat mir persönlich ein bisschen besser gefallen. Aber Animationen hier sind deutlich besser. Man will beim Loch. Da, wo alles angefangen hat. Sehr gut. Nicht nochmal springen, ausruhen. Muss ich? Nein, ich möchte den nicht. Hui! Hui! Gut, danke. Ich dachte schon, ich hab das Spiel kaputt gemacht, weil ich aus dem Bild geworfen habe. Na gut, dann los rein mit dir. Das ging jetzt zu schnell. Achtung. Achtung, nein, er kommt doch gleich wieder. Er kommt doch gleich wieder. Runtergefallen, oder nicht? Zum Abschluss nochmal Applaus. Geht das dann eigentlich immer von da, wo ich anfange? Nein, ne? Eigentlich, theoretisch kann man da auch Muster machen, oder? Nein, es geht dann erstmal von der einen Seite zur anderen Seite. Ich dachte schon, man kann jetzt Buchstaben schreiben. Minimal. Ah, das erinnert mich auch ein bisschen an diese Popfolie. Pop, 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 pop. So Knisterfolie. Das hat einen ähnlichen Effekt. Also alles so schön ausknistern kann. Mhm. Kann ich nicht einen irgendwie? Nein. Dann lass mal alle wieder klatschen. Sehr viel Geklatsche heute. Wir haben uns doch schon entschieden. Wir haben uns auch die andere Richtung entschieden. No, that way. That way. Yes. Agreed. That way. Agreed. Yes. Agreed. That way. Yes. Eben, wir haben uns doch in die Richtung entschieden. This way. Nein. All right. That way. Ah, dann geht mal los. Wir gehen jetzt alle in die Richtung. Nicht stehen bleiben. Los. Ah, ihr auch. Geht's auch noch? Und raus mit euch. Alle raus. Schneller. Wir haben das geübt. Wir haben das jahrelang geübt. Ohne Stau zu verursachen. Hier entlang. Nicht bummeln. Nicht bummeln. Los. Ah, wie schnell wollt ihr das machen? So, bewegt euch mal ein bisschen schneller. So. Ups. Das ist ja noch mehr. Alle rein.
Wir füllen das Loch jetzt. Schneller! Gott, wie sie aber, wie die auch noch fallen. So, wir lassen den Kreislauf jetzt enden. Das war's. Mehr gibt's nicht. Ende. Nein, mehr gibt's nicht mehr. Irgendwo ist mal Schluss jetzt. Wir können nicht immer wieder von vorne anfangen. Wir können nicht alle in das Loch gehen. Doch. Ah, oh, na gut. Ein letztes Mal. Ein allerletztes Mal. Aber ich hole euch nicht mehr zurück. Jetzt müsst ihr von alleine zurückkommen. Den Weg schaffen. Ihr kleinen Kinder, raus in die Welt mit euch. Ah. Rein. Fertig. Ich mache jetzt keine Daumenspiele mehr. Kids. Ich glaube, das war jetzt wirklich. Ja, die Kids. Hui, 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 hui. Okay, ich glaube, da passiert nichts mehr. Das war Kids. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ich fand den Vorgänger ein bisschen besser. Hier war es doch ein bisschen mehr. Sehr viele Wiederholungen. Aber trotzdem nicht schlecht. Irgendwie, auch für die Kürze, ist das doch ein interessantes Konzept, wie ich finde. Bisschen skurril, aber doch mal auch ein bisschen experimentell. Doch, hat mir trotzdem gefallen. Kostet auch nicht viel. Also wenn es das gibt, wenn ihr da Bock drauf habt, das selbst mal zu spielen, dann besorgt es euch. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das waren auch die diesjährigen Easter Beaster. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es sind vielleicht, war ein Danke fürs Spielen. Danke, dass wir spielen durften. War ein paar Games gefallen dabei, die ihr vielleicht auch gerne mal selbst spielen würdet. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Let's Play wiedersehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Generell, wie ihr die Easter Beaster Games fandet. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem nächsten Let's Play wieder. Bis dahin. Ciao. Und noch wunderschöne Ostern wünsche ich euch. Tschüss.